Altes Spital. 1602 erbaut durch den Basler Ratsherrn Andreas Riff auf der Parzelle eines älteren Spitalgebäudes. Auf alten Ansichten zeigt das Haus im 17. und 18. Jahrhundert einen Dachreiter und einen Stufengiebel. Nach der Verlegung des Spitals aus der Stadt im Jahre 1813 kommt das Gebäude 1816 in Gemeindebesitz und 1862 in Privathände. Im Jahre 1869 erfolgt eine spätklassizistische Umgestaltung der Fassade. Eine Inschrifttafel erinnert an die Stiftung des Spitals. Die Justitia aus der Zeit um 1600 dient ursprünglich als Figur eines freistehenden Brunnens. An dessen Stelle steht seit 1955 ein Brunnen mit Schlange als Wasserspender. Die Schlange ist das Symbol der Ärzte. Die Gestaltung des Brunnens erfolgte durch Fritz Bürgin.